Okay, heute geht es um das Lernen über und das Lernen mit Medien. Und in diesem Zusammenhang natürlich ganz wesentlich die Medienkompetenzförderung in der Schule. Aber eben auch nicht nur die Medienkompetenzförderung, also sozusagen mit Blick auf die Schülerinnen und Schüler, sondern auch die mediendidaktischen Potenziale für das Lehren und Lernen, also auch die Vorteile für uns als Lehrende auf der einen Seite, aber eben auch die Vorteile wiederum hier für Schülerinnen und Schüler, wenn es darum geht, das Verständnis zu verbessern mittels Medien. Das wird vielleicht heute gegen Ende, vielleicht aber auch dann am 5. Juni zentral sein. Heute geht es im Wesentlichen erstmal darum, um die Medienbildung, also im Wesentlichen das Lernen über Medien. Und später, spätestens dann am 5. Juni, erzähle ich Ihnen dann auch etwas über das SAMR-Modell und eine aktuelle Studienlage zur Mediennutzung in der Schule. Die ist nämlich noch gar nicht so erfreulich. Also diejenigen von Ihnen, die schon in der Schule waren, wissen das. Das ist gerade, was die Medienausstattung betrifft und was die Mediennutzung entsprechend dann auch betrifft, in der Schule noch nicht ganz so weit ist. Aber es befindet sich viel auf dem Weg und das würde ich Ihnen dann auch noch mal zeigen. Das heißt also zunächst nochmal zur groben Orientierung eine Folie, die Sie schon kennen aus der zweiten Veranstaltung, als es um Orientierung ging. Da habe ich ja gesagt, die Medienpädagogik unterteilt sich so in die großen zwei Strömungen. Eine Strömung ist, mal salopp formuliert, das Lernen über Medien, also Medien werden da praktisch zum Inhalt, zum Gegenstand. Und Ziel ist dann die Medienerziehung bzw. die Medienbildung. Und Ergebnis wäre dann, wenn das erfolgreich war, die Medienkompetenz. Das ist sozusagen auf der Seite. Und die andere Seite ist dann das Lehren und Lernen mit Medien, die Mediendidaktik. Und da geht es eben auch wiederum um zwei Aspekte darunter. Einerseits, wie können Medien das Lehren für uns erleichtern? Stellen Sie sich vor, ich hätte jetzt hier keine Folien beispielsweise. Ich müsste Ihnen all das, was hier auf den Folien ist, noch zusätzlich erzählen. Dann weiß man schon, wo kommt man Fingerspitzengefühl, wie viel das ausmachen kann an Erleichterung für uns Lehrende. Ihnen fallen sicher noch viel, viel mehr Beispiele ein und wir gucken uns auch noch ein paar ganz praktische Beispiele aus dem DILEC-Projekt an, in der übernächsten Woche, nach der Exkursionswoche ist es soweit. Das heißt also, heute gibt es die Theorie und dann nach der Exkursionswoche dann die Praxis dazu, die Praxisbeispiele. Ja, und der zweite Aspekt des Lernens mit Medien ist natürlich der, wenn man tatsächlich Lernen erleichtern kann für die Schülerinnen und Schüler, beispielsweise denken Sie nur an ein Bild, ja, das erleichtert, dass das Verständnis erleichtert. Es gibt noch auch da viele weitere Möglichkeiten. Und die zeige ich erst nochmal eher theoretisch, heute und am 5. und dann nach der Veranstaltung, nach der Exkursionswoche dann ein paar zusätzliche praktische Beispiele. Also heute geht es im Wesentlichen um das Lernen über Medien, die Medienerziehung und die Medienbildung. Und da hatte ich ja in der, ich glaube in der vierten Sitzung war es, so eine steile These aufgestellt, dass diese klare Trennung, die wir bisher gerade in der Sozialisationsforschung vorgenommen haben, zwischen primärer und sekundärer Instanz, sich in Bezug auf Medien, in Bezug auf Medienbildung, zumindest nicht umkehrt, so wie vielleicht die Pfeile suggerieren könnten, aber zumindest so ins Wanken gerät. Ja? Und das im Wesentlichen daran liegt, dass wir durch diesen als Digitalisierung beschriebenen digitalen Wandel alle in einer Situation sind, in der sich unsere Kommunikationsmedien ändern. Das heißt also, wir alle auf Erfahrungssammeln angewiesen sind. Und in dem Moment auch diejenigen in der Familie, die es eigentlich können sollten, nämlich die Eltern, an ihre Grenzen stoßen. Mal Hand aufs Herz, wer von Ihnen würde behaupten, Sie haben einen absolut vernünftigen, gesunden Medienumgang? Ganz ehrlich, ich auch nicht. Ja? Und so geht es ganz vielen Menschen. Das heißt, wir müssen uns an diese Dinge, die gerade passieren, die gerade die gesamte Welt verändern, müssen wir uns erst gewöhnen.
müssen erst Erfahrungen sammeln. Und bevor wir sie an die Kinder weitergeben können, und in dem Moment, und das sozusagen zeigt diese These, nimmt die Schule nochmal eine sehr zentrale Rolle ein. Weil Lehrerinnen und Lehrer kann man leichter erreichen als Eltern. Und so ist die Idee, dass gerade Sie, wenn Sie Ziel haben, in die Schule zu gehen, aber auch als Pädagogin und als Pädagoge, vielleicht in der außerschulischen Arbeit oder auch in der Erwachsenenbildung, schon auch durchaus dann eine, zumindest von der Gesellschaft an Sie herangetragene Erwartung erfüllen können sollten, nämlich Medienbildung, Medienkompetenz zu fördern. Das ist die Idee dabei. Und das meine ich damit, wenn ich sage, die primäre und sekundäre Instanz in Bezug auf Medienbildung kommt ins Wanken. Weil nämlich die Idee ja immer so ist, dass die sekundäre Instanz das aufgreift, was die primäre Instanz nicht leisten kann. Sie haben eine Anmerkung? Ja, eine kritische Frage. Ja. Ja, halten Sie die Frage noch einen ganz kleinen Moment zurück. Ich sage nämlich noch ein bisschen mehr dazu und dann können wir die Frage nochmal aufnehmen. Denken Sie gleich nochmal dran, bitte. Weil es ist durchaus eine sehr berechtigte Frage. Ich nehme mal meine persönliche Antwort vorweg, versuche aber gleich nochmal zu erklären. Ich denke ja, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Aber ich begründe es gleich. Die kennen Sie schon, oder? Die KIM- und die JIM-Studie, Kinderinformation und Medien, Jugendinformation und Medien, MPFS, Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, in Stuttgart ansässig, untersucht alle zwei Jahre bei der KIM-Studie, jedes Jahr bei der JIM-Studie untersuchen Sie Kinder und Jugendliche in Bezug auf ihre Mediennutzung, ganz praktisch. Das ist ein unglaublich toller Fundus für alle Pädagoginnen und Pädagogen, auch Lehrerinnen und Lehrer, wenn es darum geht, irgendwann, im Moment sind sie noch den Kindern und Jugendlichen, ihren eigenen Schülerinnen und Schülern relativ nah, irgendwann wird der Abstand größer und dabei hilft eine solche Studie zu verstehen, was gerade on ist bei den Kindern und Jugendlichen. Der MPFS stellt diese Studien natürlich ins Netz. Sie können die downloaden als PDF und es ist auch wunderbar, wunderbares Zahlenmaterial für Seminare und Hausarbeiten, für Bachelorarbeiten, Masterarbeiten und so weiter. Also sehr, sehr empfehlenswert. Schöne Grafiken haben Sie da. Ich zeige Ihnen gleich auch eine. Wirklich wunderbares Material, das Sie da finden können. Kostenloser Zugang. Und wer es unbedingt Print haben möchte, Sie können im MPFS auf der Webseite einfach eine Mail senden bzw. ein Formular ausfüllen und bekommen die dann jedes Jahr, gerade wenn sie frisch erschienen sind, sogar zugesendet. Ganz toller Service, den die Kolleginnen und Kollegen da machen. Und diese Studien zeigen, dass etwas, von dem wir ausgingen, also wir, meint jetzt die Medienpädagoginnen und Medienpädagogen, von dem wir ausgingen, dass es irgendwann mal eintreten wird, diese Studien zeigen, dass wir nicht recht behalten. Und zwar geht es um den Digital Divide. Der Digital Divide ist etwas, was sich auf die Ausstattung bezieht. Die Befürchtung war, das war in der Zeit vor 2010 etwa, war die Befürchtung, dass gerade Elternhäuser, Familien, die nicht ganz so viel Mittel zur Verfügung haben, sich bestimmte Medien nicht leisten können. Währenddessen wohlhabendere Familien sich die Medien schon leisten können und das zu einer digitalen Spaltung führen könnte. Das heißt also, die einen haben die Geräte und die anderen haben keinen Zugriff darauf. Jetzt, wenn man sich die heutige Welt anschaut, oder auch die JIM-Studie, die das wirklich wunderbar zeigt, wenn Sie sich das hier anschauen, 97% der Jugendlichen, und zwar aller Jugendlichen, durch alle Schichten, verfügen über ein Smartphone oder ein Handy. Und entsprechend groß ist auch, also vergleichbar groß, ist auch
der Zugriff auf einen persönlichen, eigenen Computer bzw. Laptop. Sogar noch ein bisschen mehr, wenn der familiäre Zugriff auf einen Computer oder Laptop gefragt ist. Es gibt da unterschiedliche Studien, die mehr oder weniger seit 2009, 2010 immer auf den gleichen Effekt hinweisen, dass diese digitale Spaltung ein Mythos ist. Sie hat nicht stattgefunden. Ja? Das heißt also, genauso Kinder und Jugendliche aus nicht ganz so gut situierten Elternhäusern, genauso wie Kinder und Jugendliche aus finanziell sehr gut situierten Elternhäusern, beide haben Zugriff auf Medien. Was man aber festgestellt hat, gerade jetzt auch anhand dieser Jim- und Kim-Studien, aber auch bei der aktuellen Studie zur Generation Z, vielleicht haben Sie davon gehört, die etwa vor einem halben Jahr veröffentlicht wurde, die letzte Jim-Studie wurde auch vor einem halben Jahr veröffentlicht und die Kim-Studie etwas vor einem Monat, die aktuelle. Und mehr oder weniger alle sind sich einig, dass diese digitale Spaltung in Bezug auf Ausstattung nicht stattgefunden hat, aber es gibt eine andere digitale Spaltung. Weiß jemand von Ihnen vielleicht aus den Medien oder aus der Lektüre Kim, Jim bzw. der Generation Z-Studie, um welche digitale Spaltung es da geht? Wie die sich nennt oder vielleicht können Sie es umschreiben, vielleicht haben Sie eine Vorstellung, welche digitale Spaltung besteht, wenn es keine ausstattungsbezogen ist. Das heißt, die Ausstattung ist gleich. Aber es gibt trotzdem einen Unterschied. Ja, ja, dass verschiedene Medien genutzt werden, also die ältere Generation weniger auf Instagram zum Beispiel unterwegs ist und da gibt es halt verschiedene Aufenthaltsräume quasi. Ja, das ist definitiv so. Das ist auch, finde ich, also absolut nachvollziehbar. Man kann zum Beispiel bei der neuesten Jim-Studie kann man sehen, dass die Jugendlichen immer weniger Facebook nutzen. Das hat unterschiedliche Gründe. Erstens, dass Facebook, glaube ich, gerade auch so in der öffentlichen Diskussion nicht unbedingt besonders gut gelitten ist, einerseits. Andererseits, es ist das Netzwerk, bei dem die Eltern sind. Wollen Sie in einem Netzwerk sich mit Ihren Freunden austauschen, wo Ihnen die Eltern auf die Finger schauen? Natürlich nicht. Ja? Also wählt man sich andere Netzwerke. Insofern, das ist eine Spaltung, würde ich sagen, haben Sie recht, das ist auf jeden Fall eine Spaltung, aber das ist eine Spaltung, die vielleicht ganz natürlich ist. Jetzt gibt es eine Spaltung, die vielleicht Sorgen bereiten könnte. Ja, ja auch, tatsächlich, da gibt es auch Unterschiede. Die Nutzungsdauer, auch in Bezug auf die Nutzungsdauer gibt es Unterschiede. Aber auch da, sozusagen, würde ich sagen, ist es nicht ganz so dramatisch. Ich sage Ihnen mal, ja? Die Kompetenz zur Nutzung. Ja, und die sich in der Nutzung auch zeigt. Ich sage Ihnen mal, wie das heißt. Der Begriff ist Second Level Digital Divide. Und das bedeutet, dass sich die Nutzung unterscheidet. Das heißt, in Elternhäusern, in Familien, die eher bildungsaffiner sind, werden Medien entweder kreativ genutzt, man macht was damit, man macht vielleicht auch Videos, man macht Bilder, man nutzt sie zur Information, zur Kommunikation innerhalb der Familie, währenddessen in der Tendenz zumindest in den bildungsferneren Elternhäusern und Familien die Medien etwas mehr noch zur Unterhaltung genutzt werden. Das heißt, Sie sehen, in den bildungsferneren Familien ist der Unterhaltungsaspekt der Medien sehr groß, also wird mehr Fernsehen geschaut, es wird eher konsumiert, in Anführungszeichen tatsächlich, währenddessen in den bildungsnäheren Familien eher aktiv produziert, kommuniziert, partizipiert, vielleicht auch kreativ gearbeitet wird und so weiter. Und das ist durchaus ein Unterschied, den wir als Second Level Digital Divide bezeichnen. Heißt also Digital Divide, ausstattungsbezogen, nicht stattgefunden, aber Second Level Digital Divide in Bezug auf die jeweilige Nutzungsvielfalt bzw. auch. Das heißt nicht, dass auch in bildungsaffineren Elternhäusern, dass da kein Fernsehen geschaut wird, das stimmt so nicht. Oder dass da auch unterhalten, also Medien zur Unterhaltung konsumiert werden. Aber es gibt eben noch den anderen Aspekt. Und das ist das Entscheidende. Und insofern, und
da hat die Studie zur Generation Z, da kann man auch nach googeln und dann finden Sie die, auch gezeigt, dass gerade 60% der Kinder und Jugendlichen eben in diesen bildungsaffineren Elternhäusern aufgewachsen sind, währenddessen 15% der Kinder und Jugendlichen in den Elternhäusern aufwachsen, in denen sie keine Möglichkeit haben, mit ihren Eltern über die Mediennutzung zu sprechen, beispielsweise, oder das zu reflektieren. Und genau diese sogenannten bildungsbenachteiligten Kinder und Jugendlichen, die haben natürlich einen Einsatz von Medienbildung in Schule besonders nötig. Also da ist sozusagen, meine These ist, für alle ist die Thematisierung, also das Lernen über Medien im Unterricht hilfreich, idealerweise auch fächerbezogen, aber auch übergreifend. Aber gerade für diese 15% bildungsbenachteiligten Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen ist es besonders wichtig, weil sie eben gar keine Möglichkeit haben, innerhalb der Familie über ihren Medienkonsum, über ihren Medienumgang zu sprechen und entsprechend zu reflektieren. Und das ist eigentlich die Antwort. Und ich finde, daraus, mindestens aus dieser Zuspitzung, erwächst meines Erachtens schon eine Verpflichtung für Schule, Medien, also das Lernen über Medien auch entsprechend zu thematisieren. Im Übrigen etwas, was die KMK, also ich greife jetzt ein bisschen vor, den bildungspolitischen Entwicklungen, über die es dann, glaube ich, irgendwann im Juli, Mitte Juli, glaube ich, kurz vor der Klausur, ich glaube, es ist dann die letzte Sitzung, geht es darum, da kommt Horst Zuleski, der in der KMK auch damit gearbeitet hat, an der letzten KMK-Erklärung 2012 und jetzt 2016 kommt hierher und erzählt Ihnen was zu den aktuellen Entwicklungen. Und eine der wirklich tiefgreifenden Entwicklungen ist der neuen KMK-Erklärung 2016, Bildung in der digitalen Welt heißt sie. Das nämlich, normalerweise macht die KMK ja nur Empfehlungen, aber das geht so ein bisschen über die Empfehlung hinaus und da ist, ich glaube, ich hatte es schon mal kurz gesagt, als ich gerade relativ frisch aus Bonn kam, ich glaube, ich hatte Ihnen das erzählt, dass die Länder schon so eine Mischung aus in Aufbruchstimmung, aber auch so ein bisschen panisch sind, weil nämlich in dieser KMK-Erklärung steht, alle Kinder und Jugendlichen, die 2018 eingeschult wurden, sollen zum Ende ihrer Schulzeit die Gelegenheit gehabt haben, etwas über Medien gelernt zu haben. Das ist jetzt zwar noch relativ weich gehalten, aber das Ziel ist klar. Diesen Aspekt nochmal aufgreifend. Wir alle müssen lernen, einen vernünftigen Umgang lernen. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, im letzten Sommer hat Emil und seine Freundinnen und Freunde demonstriert, da war nicht Fridays for Future, da haben Kinder darauf hingewiesen, dass wir Eltern einen nicht ganz so gesunden Umgang mit Medien, mit Smartphones haben. Also zum Beispiel, wenn Sie es nicht lesen können, Flugmodus an, jetzt bin ich dran. Für den Fall, dass es in Vergessenheit geraten ist, vor lauter Fridays for Future, nochmal in Erinnerung gebracht. Und finde ich ein schönes Indiz dafür, dass dieser Wandel tatsächlich uns alle betrifft. Ja, und da darf man auch nicht zu streng mit sich selbst sein, finde ich. Aber das offen anzusprechen, dass wir alle noch am Lernen sind, finde ich einen guten Umgang. Und vielleicht kann man ja in Schule genauso, aber auch in der Familie gemeinsam lernen, wie man damit umgeht. Und gemeinsam sich Regeln geben, ja? Wenn immer neue Dinge entstehen, mit denen man irgendwie umgehen muss.